Hallo, ich bin Konrad Rennert und möchte Ihnen zeigen, wie man mit Excel 2010 Gliederungen erstellt und mit Teilergebnissen arbeitet. Den Beispieldatenbestand, den habe ich aus meiner Buchhaltung entnommen. Das sind 65 Datensätze mit harmlosen Daten, die nicht vertraulich sind. Und die dienen jetzt dazu, zu zeigen, was ist da möglich. Die Gliederung finden wir im Register Daten und dort stehen rechts in der Gruppe, in der Gliederungsgruppe, mehrere Symbole. Die sehen bei mir jetzt so aus, weil die Bildschirmauflösung sehr hoch ist, also sehr viele Pixel horizontal. Wenn ich das Fenster kleiner mache, dann sehen Sie, dann sieht das zum Teil ganz anders aus. Hier sind jetzt nur noch so kleine grüne Pfeile angedeutet und wenn ich das noch kleiner mache, dann ist da also immer weniger zu erkennen. Ich mache es jetzt wieder breiter. So achten Sie darauf, wenn es bei Ihnen etwas anders aussieht, dann liegt es wahrscheinlich an der Bildschirmauflösung. Was kann man mit den Gliederungen machen? Sie sehen im Augenblick noch den vollständigen Datenbestand. Wenn ich aber für bestimmte Dinge gar nicht alle Spalten brauche, dann kann ich gliedern. Zum Beispiel die Spalten A und B. Die sollen jetzt temporär ausgeblendet werden. Ich habe sie gerade markiert durch Ziehen über den Spaltenkopf und dann gehe ich hier auf Gruppieren. Oberhalb der Spaltenköpfe A, B, C und so weiter, da ist jetzt eine zusätzliche Zeile entstanden und da stehen vorne die Gliederungsnummern 1 und 2 haben wir zurzeit. Rechts davon, da sehen wir hier ein Symbol, da steht Minus. Minus heißt weniger in diesem Fall. Und wenn ich darauf klicke, dann sind die Spalten A und B ausgeblendet. Sie sehen mein Bild trotzdem noch. Das ist also nicht direkt in den Spalten enthalten, sondern das überlagert die Mappe. Wenn ich wieder aufs Pluszeichen klicke, dann sind die Spalten A und B auch wieder sichtbar. Das machen wir jetzt nochmal für weitere Spalten, beispielsweise die Spalten D und E mit dem Text und den Umsatzsteuersätzen. Die sollen ausgeblendet werden. Ich gehe also wieder auf Kopieren und dann sehen wir, hier kann ich also dann jetzt beides ausblenden. Und wenn ich dann G und H auch noch ausblenden will, geht das genauso. Wenn ich jetzt alle Spalten auf einmal wieder sichtbar haben will, dann gehe ich hier einfach auf die 2 und dann werden eben alle Spalten eingeblendet. Und wenn ich nur die wenigen haben möchte aus der Gliederungsebene 1, dann klicke ich hier auf die 1. Man kann das sogar schachteln. Wenn ich jetzt nur die Spalte mit dem Lieferanten haben möchte, dann kann ich zum Beispiel die Spalten D bis I, D bis H ist es, markieren und füge dann noch eine Gliederungsebene ein. Sie sehen, diese Gliederungsebene hier, die deutet also jetzt an, dass die zusammengehören. Wenn ich darauf klicke und hier, dann sehen wir nur noch die Lieferantenspalte. Das lässt sich also beliebig kombinieren. Wenn ich jetzt die Gliederung wieder entfernen möchte, dann ist sehr wichtig, dass ich erstmal alle Daten sehe. Und dann kann ich auch die ganzen Spalten markieren. Das, was ich eben gesagt habe, alle Spalten sehe, bedeutet, wenn ich die nicht sehe und hebe dann die Gliederung auf, dann bleiben die Spalten, die gerade ausgeblendet sind, auch verborgen. Die kann man dann auch wieder sichtbar machen, aber das ist dann lästig, wenn man die dann sowieso braucht. Deshalb erst einmal alle Spalten sichtbar machen und dann geht man hier auf Gruppierung aufheben. Man sieht das hier auch an diesem durchgestrichenen Kästchen. Und dann wähle ich hier Spalten und klicke auf OK. Und das muss ich für jede Ebene einmal machen. Spalten und OK. Und jetzt sind alle Spalten wieder sichtbar. Wenn ich mit Teilergebnissen arbeite,
dann werden Gliederungen automatisch erstellt. Ich möchte zum Beispiel zusammenfassen, was habe ich bei den einzelnen Lieferanten für einen Umsatz gemacht, also eine Zeile zwischen die Lieferanten schreiben, immer wenn ein neuer Lieferant kommt, dann soll der vorherige zusammengefasst in einer Zeile dargestellt werden. Das machen die Teilergebnisse. Das Wichtigste ist, und deshalb habe ich das hier auch aufgeschrieben, erst einmal sortieren. Ich klicke also hier in die Spalte Lieferanten und wähle dann Sortieren. Das geht zum Beispiel hier, wenn ich beim Register Daten noch verbleibe und ich wähle AZ aus. Dann steht 1 und 1 Internet erstmal oben, dann kommt Aldi, dann All Inkel. Und immer wenn dann ein neuer Lieferant kommt, dann soll hier so eine Teilergebniszeile erscheinen. Das geht ganz einfach. Sortiert ist ja jetzt schon. Ich konfiguriere jetzt die Teilergebnisse. Ich klicke also in der Gruppe Gliederung auf Teilergebnis. Und dort ist im Augenblick eingestellt, Gruppieren nach Rechnungsdatum. Das ist die erste Spalte. Das ist natürlich falsch. Ich möchte nach Lieferant gruppieren. Und ich möchte auch nicht die Anzahl der Konteneinträge haben, sondern ich möchte haben die Summe der Bruttobeträge. Also Haken weg und Haken bei Brutto eingesetzt. Mehr will ich im ersten Schritt gar nicht machen. Ich klicke dann auf OK. Und schon sehen wir, dass hier Zwischensummen gebildet wurden. Hier steht zum Beispiel 1 und 1 Internetergebnis 509,20. Weil wir eben die Gliederung besprochen haben, schauen wir uns auch gleich diesen Bereich vor den Zeilenköpfen an. Da stehen drei Gliederungsebenen. Wenn ich da auf die 1 klicke, dann sehe ich nur das Gesamtergebnis. Die Spalte F ist zu schmal, da steht jetzt 2656. Ich mache das ein bisschen breiter und schon kann man das auch lesen. Jetzt sehe ich also nur die Gliederungsebene 1 und wenn ich darauf klicke, dann sehe ich hier alle Daten. Die Gliederungsebene 2 würde nur die Ergebniszeilen enthalten. Das sehen wir, wenn ich hier oben raufklicke. Man sieht also hier, ich habe bei diesen Lieferanten Dienstleistungen oder Waren bezogen. Die Summe 2656 steht immer noch hier und darüber steht dann, wie sich der Bruttobetrag bei den einzelnen Lieferanten ergeben hat. Wenn ich hier bei allinkel.com sehen will, was war denn da im Detail, dann klicke ich hier einfach auf das Pluszeichen und dann sehe ich hier jeweils diesen Betrag von 7,95 € für meine Internetdomains. Da ist also nur die erste aufgeführt. Und wenn ich dann sehen möchte, was ich bei Amazon gekauft habe, dann kann ich natürlich hier auch bei dem Pluszeichen klicken und dann sieht man die Datensätze zu Amazon. Wenn ich alle Datensätze haben will von allen Lieferanten, klicke ich hier auf die 3. Die Teilergebnisse kann man natürlich auch wieder löschen. Das heißt, die Daten will ich nicht löschen, sondern nur diese Zwischensummen. Dann stehe ich hier innerhalb dieser Daten irgendwo, ob das hier oder hier oder hier ist, das ist jetzt unerheblich. Ich gehe auf Teilergebnis und wähle alle entfernen. Und jetzt sind die Daten wieder so, wie sie vor der Konfigurierung waren. Wenn ich jetzt nicht nach Lieferanten kopieren möchte, sondern beispielsweise nach dem Konto, da sehen wir ja, da kommen hier geringwertige Wirtschaftsgüter vor, Porto Telefon, Kfz steht hier unten noch an verschiedenen Stellen, hier nochmal Kfz. Dann ist natürlich auch wieder das Erste, was zu tun ist, das Sortieren, also von A nach Z. Dann kommt hier das Konto 132 als erstes und Sie sehen, das sind also jetzt nur relativ wenige Konten, die ich hier bebuche. Und die sollen jetzt zusammengefasst werden. Das geht natürlich auch wieder über Teilergebnis. Da sind schon einige Dinge vorkonfiguriert. Die letzten Einstellungen, obwohl die Teilergebnisse gelöscht sind, sind noch eingestellt. Jetzt kopiere ich natürlich nicht nach Lieferant, sondern nach Konto. Das steht ganz unten. Brutto ist noch ausgewählt, auch die Summe. Und dann klicke ich auf OK. Wir sehen, hier stehen jetzt die Summen, die
pro Konto dann angefallen sind. Es sind nur 3. Wenn ich dann das Konto 140 Kraftfahrzeug mal aufklappen möchte, sehen Sie hier auch wieder das Gliederungssymbol und schon sind hier alle Kraftfahrzeugausgaben zusammengestellt. Kann man also auch wieder zusammenklappen. Jetzt gibt es noch weitere Möglichkeiten. Man kann auch mehrere Dinge auf einmal mit den Teilergebnissen darstellen. Ich habe ja jetzt die Bruttosumme. Es könnte aber auch sein, ich möchte noch zusätzlich den Mittelwert pro Konto haben, also die durchschnittlichen Ausgaben pro Position. Und das kann ich auch machen. Ich stehe hier immer noch in der Tabelle irgendwo. Gehe jetzt nochmal zum Text, damit man sieht, das ist also wirklich unerheblich. Nur innerhalb muss man stehen. Dann gehe ich wieder auf Teilergebnis. Und dort wähle ich jetzt unter Verwendung von Mittelwert. Sie sehen, da stehen auch noch andere Dinge. Und hier ist wichtig, der Haken bei vorhandene Teilergebnisse ersetzen, der muss entfernt werden. Sonst wird also die Summe nicht mehr da sein. Klicke dann auf OK. Und schon sehen wir, hier gibt es jetzt sowohl die Summe als auch den Mittelwert. Und das steht hier hinten. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Mittelwert bei geringwertigen Wirtschaftsgütern war 63,98 Euro und die Summe war 703,83. Und das kann man natürlich auch wieder entsprechend konfigurieren. Wenn ich hier die Gliederungsebene 2 und 3 oder 3 darstelle, dann sieht man, hier haben wir also jetzt die Mittelwerte und die Ergebnisse und auch der Gesamtmittelwert und das Gesamtergebnis. Da kann man jetzt noch ein bisschen spielen. Wichtig ist, erst die Teilergebnisse löschen, dann nach der Spalte sortieren und dann konfigurieren wir diese. Deshalb habe ich das ja auch nochmal aufgeschrieben. Sortieren und dann konfigurieren, sonst hat man keine sinnvolle Aufstellung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.